Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten der künstlichen Ernährung. Und du hast ja auch schon einmal die enterale Ernährung angesprochen. Wann ist denn da eigentlich die Indikation dafür? Laut Leitlinien sollten mangelernährte Personen immer dann mit einer Sonde ernährt werden, wenn sie voraussichtlich länger als 3 Tage keine orale Nahrung aufnehmen können. Und auch dann, wenn sie voraussichtlich länger als 10 Tage eine unzureichende Nährstoffzufuhr haben. Unzureichend bedeutet in dem Fall, dass sie nur 50% oder sogar weniger des eigentlichen Nährstoffbedarfs oral aufnehmen können. Trotzdem sind diese Werte nur Richtwerte und es muss immer individuell pro Patient abgewogen werden, die Nutzen und Risiken überlegt werden und dann individuell entschieden werden. Gibt es Kontraindikationen für die künstliche Ernährung? Ja, die gibt es. Kontraindikationen, die generell die künstliche Ernährung betreffen, sind akute Stoffwechselentgleisungen, Schockgeschehen jeglicher Genese, eine schwere Azidose beispielsweise oder Hypoxie. Und außerdem müssen ethische Aspekte beachtet werden, vor allem am Ende des Lebens. Dann gibt es auch noch Kontraindikationen für eine enterale Ernährung. Diese umfassen beispielsweise eine intestinale Ischämie, intestinale Blutungen, Perforationen. Ein akutes Abdomen wäre eine Kontraindikation oder auch ein Ileus beispielsweise. Wenn jetzt keine Kontraindikation vorliegt, welche Sonden können da eigentlich verwendet werden? Ja, es gibt verschiedene Arten von Sonden. Beispielsweise gibt es transnasale Sonden, die über die Nase gelegt werden. Die können entweder im Magen enden, im Duodenum enden oder im Jejunum. Solche Nasensonden werden gelegt, wenn die Verweildauer der Sonde 4 bis 8 Wochen nicht überschreitet. Diese Legung einer Nasensonde ist normalerweise schmerzfrei für die Patienten und erfolgt bei vollem Bewusstsein. Wenn voraussichtlich länger als 4 Wochen eine enterale Ernährung notwendig ist, dann sollte die Legung einer perkutanen Sonde in Betracht gezogen werden. Diese Art von Sonde endet entweder im Magen oder im Jejunum und je nachdem, wo sie endet, wird sie auch so benannt. Es gibt beispielsweise die PEG-Sonde, die perkutane endoskopische Gastrostomie und die PEJ-Sonde, die perkutane endoskopische Jejunostomie. Gibt es verschiedene Arten, wie die Nahrung über die unterschiedlichen Sonden verabreicht wird? Ja, genau. Also die Verabreichung der Sondennahrung richtet sich nach der Lage der Sonde. Wenn die Sonde im Magen endet, hat man mehrere Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel eine Bolusgabe präferieren oder man kann eine kontinuierliche Verabreichung machen. Bei Sonden, die im Duodenum oder im Jejunum enden, muss man eine kontinuierliche Verabreichung wählen. Was versteht man eigentlich unter Bolusgabe? Bolusgabe bedeutet, dass die Sondennahrung innerhalb eines kürzeren Zeitintervalls und mittels einer großen Spritze verabreicht wird. Vor und nach jeder Gabe von Sondennahrung muss die Sonde gespült werden. Flüssigkeiten, die sich dafür gut eignen, sind Leitungswasser, stilles Mineralwasser oder auch frisch zubereitete Kräutertees. Flüssigkeiten, die nicht geeignet sind, um die Sonde zu spülen, sind beispielsweise Schwarztee, Früchtetee, aber auch Wasser mit Kohlensäure und auch Obst- und Gemüsesäfte. Wieso können Unverträglichkeiten auftreten? Ja, meistens ist die Ursache ein Anwenderfehler. Das heißt, dass die Sondennahrung zum Beispiel zu kalt verabreicht wird. Das kann zum Beispiel zu Durchfall führen. Es kann auch sein, dass die Sondennahrung einfach zu schnell verabreicht wurde. Das kann wiederum zu Völlegefühl, Erbrechen, Übelkeit führen. Oder auch, dass der Bolus zu groß war, der verabreicht wurde. Und auch das kann zu Erbrechen und Übelkeit führen. Woher weiß man, was die richtige Bolusmenge ist? Ja, als ungefähren Richtwert kann man hier annehmen, dass nicht mehr als 250 Milliliter Sondennahrung innerhalb von 15 Minuten verabreicht werden, wie bei einer ganz normalen Mahlzeit. Und wie funktioniert die kontinuierliche Applikation von Sondennahrung? Ja, für die kontinuierliche Verabreichung von Sondennahrung benötigt man ein Überleitbesteck. Über die Schwerkraft oder mit Hilfe einer Pumpe wird dann die Flussgeschwindigkeit geregelt. Diese Varianten sind nicht so zeitintensiv, die Nahrung kann ganz nebenbei verabreicht werden. Außerdem kann die Flussrate eben ganz genau eingestellt werden und dies minimiert wiederum Unverträglichkeitsreaktionen. Der Nachteil ist natürlich, dass es dadurch keine geregelten Essenszeiten für den Patienten mehr gibt. Bei den oralen Nahrungssupplementen unterscheidet man ja zwischen krankheitsspezifischer Nahrung und zwischen Standardnahrung. Gibt es da auch bei der enteralen Ernährung Unterschiede? Ja, auch hier gibt es wieder unterschiedliche Arten von Sondennahrungen.
Grundsätzlich unterscheidet man bei den industriell hergestellten Sondennahrungen zwischen nährstoffdefinierten Nährlösungen und chemisch definierten Nährlösungen. Fangen wir mit den nährstoffdefinierten Lösungen an. Was fällt eigentlich unter diesen Begriff? Hier mit nährstoffdefinierten Lösungen sind eigentlich Standardsondennahrungen gemeint, die meistens voll bilanziert sind und alle Nährstoffe im richtigen Verhältnis enthalten. Sie haben eine Energiedichte von einer Kilokalorie pro Milliliter bis zu 1,5 Kilokalorien pro Milliliter und eine Osmolarität von weniger als 400 Milliosmol pro Liter. Es gibt diese Standardsondennahrungen mit und ohne Ballaststoffen, wobei jene mit Ballaststoffen bevorzugt werden sollten, vorausgesetzt es gibt keine Kontraindikation dafür. Und dann gibt es noch spezielle Standardsondennahrungen, modifizierte Lösungen, die auf spezielle Erkrankungen angepasst sind, wie zum Beispiel auf Nierenerkrankungen oder Diabetes. Was zeichnet chemisch definierte Nährstofflösungen aus? Ja, bei diesen Nährlösungen liegen die Nährstoffe in inaktiver, bereits vorverdauter Form vor. Das Besondere dabei ist, dass keine Verdauungsleistung notwendig ist und nur eine minimale Resorptionsleistung nötig ist. Diese Nahrungen bestehen aus niedermolekularen Nahrungsbestandteilen, aus freien Aminosäuren und oder Oligopeptiden, aus MCT-Fetten und aus Disacchariden. Und sie sind immer frei von Ballaststoffen. Indikationen für chemisch definierte Lösungen sind schwerste Verdauungs- und oder Resorptionsstörungen, wie sie zum Beispiel bei Morbus Crohn oder auch bei Kurzdarmsyndrom vorkommen können. Generell muss zur enteralen Ernährung noch gesagt werden, dass 80% der Sondennahrung auch als Flüssigkeit zählt. Das heißt, wenn Sie 1500 Milliliter Sondennahrung sondieren, dann haben Sie gleichzeitig 1200 Milliliter Flüssigkeit sondiert. Wir haben vorher auch gehört, dass man nicht immer eine enterale Ernährung geben darf. Wie geht man dann eigentlich vor? Ja, immer dann, wenn voraussichtlich länger als 3 Tage keine enterale und auch keine orale Ernährung gegeben werden kann. Oder auch dann, wenn länger als 10 Tage die enterale Nahrungsaufnahme nur unzureichend ist, kann man eine parenterale Ernährung in Betracht ziehen. Generell muss aber wieder der Patient als Ganzes betrachtet werden und immer individuell abgewogen werden. Wichtig ist, dass eine positive Verlaufsprognose für den Patienten vorliegt. Wie wird eigentlich die parenterale Ernährung verabreicht? Hier gibt es 2 unterschiedliche Möglichkeiten. Zum einen kann ein peripherer Zugang gelegt werden, das heißt, die Nährlösung wird über eine Vene im Arm appliziert. Die andere Möglichkeit ist die Legung eines zentralen Venenkatheters, eines Portacuts, und hier kann die Nahrung eben zentral verabreicht werden. Wichtig ist zu erwähnen, dass eine periphere Gabe, also über eine Vene im Arm, niemals eine Bedarfsdeckung erreichen kann. Bedarfsdeckend ernähren kann man nur mittels zentralen Venenkatheter. Egal auf welche Art und Weise ein Patient nach einer längeren Nahrungskarenz ernährt wird, es muss immer genau beobachtet werden und monitoriert werden, um sofort handeln zu können, falls ein Refeeding-Syndrom auftritt. Was versteht man unter dem Refeeding-Syndrom? Ja, das Refeeding-Syndrom ist eine schwerwiegende Stoffwechselentgleisung aufgrund von Elektrolytverschiebungen. Dieses kann auftreten, wenn eben extrem mangelernährte Personen nach einer langen Nahrungskarenz wieder ernährt werden. Es tritt meistens ca. 2 bis 4 Tage nach Beginn der Ernährungstherapie auf. Grund für dieses Refeeding-Syndrom ist meist ein Mangel von vor allem in Zellen vorkommenden Elektrolyten wie Phosphat, Kalium und Magnesium. Ein Refeeding-Syndrom kann zu wirklich schwerwiegenden und sogar lebensbedrohlichen Komplikationen führen, wie zum Beispiel zu Herzrhythmusstörungen, beispielsweise ausgelöst durch eine Hypokaliämie, zu Lungenödemen oder sogar zum Atemstillstand, ausgelöst durch eine Hypophosphatämie. Wie häufig tritt eigentlich ein Refeeding-Syndrom auf? In internationalen Studien ist gezeigt worden, dass die Prävalenz bis zu 34% beträgt. Also ca. 1/3 der Patienten ist betroffen. Risikofaktoren sind ein sehr niedriger BMI von unter 16, ein Gewichtsverlust von mehr als 15% im letzten halben Jahr, wenig oder gar keine Nahrungsaufnahme in den letzten 10 Tagen oder auch von Haus aus niedrige Phosphat-, Kalium- und Magnesiumwerte. Bei diesen Patienten muss ein engmaschiges Monitoring der Blutwerte stattfinden, um schnell eingreifen zu können.